Diese Maschine transportiert einen Menschen durch die Zeit. Ich verstehe nicht ganz. Und das Einzige, das ihren Streit beilegen kann... Norris, was passiert hier? ...ist eine Reise in die Zukunft. 21. Oktober 2000... Heute, im 21. Jahrhundert... Eine lange Reise, nicht? Das könnte man sagen. ...trifft Russell Carlyle auf die Zukunft... Und wer sind Sie, Mister? ...die er sich niemals vorstellen konnte. In welche Kirche gehen Sie? Oh, ich habe keine Zeit für die Kirche. Eine Zukunft, vor der er gewarnt hat. Hier geblieben. Du weißt doch, dass Stehen eine Sünde ist. Sagt wer? Und die einzige Möglichkeit, alles zum Guten zu führen... ...dass es eine schwierige Zeit für die Kirche ist. ...ist die Zeit, zurückzudrehen. Sie müssen diesen Film anhalten! Der Mann auf der Leinwand hat den Namen Gottes gelästert! Scheint so ein Bibeltreuer zu sein, der glaubt, alle Filme seien... Wie bitte? Die David Morrell. Ich danke Ihnen, dass Sie mich mit einer so fairen und christlichen Art behandelt haben. Kevin MacLeod. Mein Freund, Zeit, Reise. Sind möglich. Hall ich möchte Sie bitten, einen letzten Versuch zu unternehmen, sich doch noch mit Dr. Anderson zu einigen. Jennifer O'Neill. Ich hatte immer an Gott geglaubt, aber ich hatte von Jesus Christus keine Richard Ahnung. Reilly. Ich sehe es als etwas, für das Sie einstehen, weil Sie es als wichtig erachten. Und Paul Rodriguez. Der Prediger hat sich echt in Schale geworfen, Herr. Schale? Ja, wissen Sie, Kleidung. Fetzen, Lumpen. Oh. Man sagt, niemand könne die Vergangenheit ändern. Dieser Russell Carlyle ist dann 36 tot. Das kann nicht dasselbe sein. Ein Mann muss es schaffen. Carlyle, wo wollen Sie denn so schnell hin? Die Zeitreise.